Sehr geehrter Herr Professor Strohschneider, liebe Frau Pfeiffer-Pünsken, sehr geehrter Herr Professor Hoch, sehr verehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich selbst durfte Simon live erleben. Jetzt ist der Assistenzroboter Simon bei Alexander Gerst und seiner Crew. Dort gewinnt er die Herzen der Crew und Bilder des Raketenstarts, wie wir sie erlebt haben vor einiger Zeit, und auch Bilder von Simon, wie sie durch die Presse gegangen sind, bringen Ihnen, aber auch allen anderen Forschungen nahe. So ganz nebenbei hilft es auch zu verstehen, was künstliche Intelligenz alles leisten kann. Denn Simon kann nicht nur assistieren und informieren, er verbreitet auch gute Laune im All, wenn er die Lieblingshits der Astronauten spielt oder Witze erzählt. Simon macht auf wunderbare Art und Weise uns ein recht abstraktes Thema vertraut, nämlich Mensch-Maschine-Interaktion. Und das kleine Beispiel zeigt, was wir derzeit erleben, ist eine Art Hochkonjunktur der Wissenschaftskommunikation. Lange hat es zu wissenschaftlichen Themen nicht so viel angeregte Diskussionen gegeben wie in den vergangenen Monaten. In Internetforen oder auch in der Presse gab es eine Menge zum Thema zu lesen. Auch Sie, lieber Herr Professor Strohschneider, setzen sich viel damit auseinander, wie man komplexe Themen in der Öffentlichkeit verständlich kommunizieren kann. Mit Interesse habe ich im Frühjahr Ihr Interview in der Zeit gelesen, in dem Sie mehr Klarheit in der Sprache fordern. Spannend, adressieren, Transparenz, das sind einige Wörter, die auf Ihrer schwarzen Liste zu finden sind. Und auch mir ist Sprache sehr wichtig, eine verständliche Sprache, in der wir erklären, was wir machen und warum wir es machen. Warum wir so viel Geld in Forschung und Wissenschaft stecken. Warum Wissenschaft Freiheit braucht. Wie wir dafür sorgen, dass Wissen nutzbar gemacht wird. Wie Erkenntnistransfer funktioniert und wie aus den vielen Ideen neue Produkte werden, die unser Leben dann besser machen. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen Wissenschaft. Mit dieser Aussage treffe ich an diesem Ort, denke ich, sicherlich auf offene Ohren. Wir brauchen Wissenschaft, denn sie ist Teil unseres kulturellen Selbstverständnisses und ohne sie werden wir nicht in der Lage sein, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Egal welchen Themenbereich wir in den Blick nehmen, ob Fragen der individualisierten Medizin, der globalen Gesundheit und des demografischen Wandels, ob die Entwicklung des Klimas oder ob es um neue Anforderungen geht, die mit unserer Sicherheit oder mit der Digitalisierung verbunden sind. Wir werden in keinem Bereich auf die Erkenntnisse, Perspektiven und Empfehlungen der Wissenschaft verzichten können oder auch wollen. Forschung und Innovationen schaffen Erkenntnisgewinn, mit dem wir Entscheidungen treffen können, um das Leben von Menschen zu verbessern und wirtschaftliche Stabilität zu schaffen. Forschung ist ein kreativer Prozess, der Mut, Fantasie, Offenheit, Ausdauer und Leidenschaft erfordert. Der kürzlich verstorbene Physiker Stephen Hawking brachte es auf den Punkt, als er sagte: Kein Physiker betreibt Forschung mit dem Ziel, einen Preis zu gewinnen. Es ist die Freude, etwas Neues zu entdecken, das niemand zuvor wusste. Und am besten gelingt das, wenn Wissenschaftler frei und selbstverantwortlich forschen können. Deswegen haben wir einen großen Teil der öffentlichen deutschen Forschungsförderung in die Verantwortung der Deutschen Forschungsgemeinschaft gegeben. Und so garantieren wir Autonomie und Freiheit der Forschung. Mit Sorge betrachten wir, wenn an vielen Orten dieser Welt diese Freiheit eingeschränkt und gefährdet wird. Dies fordert aktuell nicht nur die Politik in ungeahnter Weise heraus, sondern ebenso die Wissenschaft selbst. Resignieren dürfen und werden wir nicht.
Es gilt in dieser Tendenz auf internationaler Ebene selbstbewusst und entschlossen, dem Phänomen entgegenzutreten. Dies war übrigens auch ein zentrales Thema auf der Bologna-Ministerkonferenz im Mai. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Drittmittelförderung kann und soll allerdings die Grundfinanzierung der Hochschulen durch die Länder nicht ersetzen, sondern muss eine zusätzliche externe Finanzierung für Exzellenz bleiben. Das Verhältnis zwischen Drittmittelfinanzierung und Grundmitteln hat sich stabilisiert. Dies bestätigt der neue Förderatlas, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft diese Woche veröffentlicht hat. Das ist erfreulich. Nichtsdestotrotz müssen die Länder weiterhin für eine angemessene Grundfinanzierung der Hochschulen, und das ist wichtig, auch der hochschulischen Forschung sorgen. Denn dies ist auch nach der Grundgesetzänderung eine ureigene Aufgabe der Länder. Und die Länder müssen auch in der Lage sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Deswegen haben wir, und da habe ich noch in anderer Funktion mitgearbeitet, die Bund-Länder-Finanzbeziehungen 2017 neu gestaltet. Dadurch haben wir den Ländern finanziellen Freiraum maßgeblich gegeben, um diese Eigenverantwortung auch übernehmen zu können. Wenn Drittmittelförderung in einem ausgewogenen Finanzierungssystem erfolgt, dann kann sie weit mehr sein als ein Garant für Forschungsfreiheit. Eine unabhängige, wissenschaftsgeleitete Drittmittelförderung sichert auch die Dynamik der Forschung. 2018 kann die Deutsche Forschungsgemeinschaft auf 50 erfolgreiche Jahre der Förderung von Sonderforschungsbereichen zurückblicken. Von der Zellforschung über die Arktisforschung bis zur Erforschung des Universums ist alles dabei. An die 270 interdisziplinäre Projekte gibt es in ganz Deutschland. Dies hat an vielen Hochschulen eine Profil- und Strukturbildung möglich gemacht, die sonst nicht denkbar gewesen wäre. Qualitätssicherung, Gutachtersystem. Lassen Sie mich aus wissenschaftspolitischer Sicht auch einen weiteren wichtigen Aspekt hinzufügen. Drittmittel befördern nicht nur Unabhängigkeit und Dynamik. Wenn Ihr ein gut gestalteter Wettbewerb zugrunde liegt, tragen Sie beachtlich zur Qualitätssicherung im Wissenschaftssystem bei. Und dafür möchte ich Ihnen, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den vielen Gutachterinnen und Gutachtern auch im Zusammenhang mit den derzeitigen Anstrengungen im Rahmen der Exzellenzstrategie ganz herzlich Danke sagen. Es ist wichtig, dass wir diese Expertise im Wissenschaftssystem erhalten. Es sind häufig keine leichten Abwägungsprozesse. Da stehen nicht selten erfolgsversprechende, gut ausgearbeitete Anträge solchen gegenüber, deren Erfolgsaussichten weniger greifbar sind und die nicht dem eigenen Erfahrungshorizont entsprechen. Aber auch diese können völlig neue Erkenntnisse und vielleicht sogar echte Innovationen hervorbringen. So ist häufig Mut und auch gute Intuition erforderlich, um hier die richtige Entscheidung zu treffen. Es gilt, auch Risiko zuzulassen. Sonst werden wir uns bei disruptiven Innovationen nicht verbessern können. Und wo Menschen agieren, können natürlich immer auch Fehler passieren. Der Wissenschaftsrat hat hier wichtige Fragen zum Begutachtungswesen angesprochen. Ich möchte Sie alle und die DFG insgesamt bestärken, sich mit diesen Fragen konstruktiv auseinanderzusetzen. Ein weiterer Punkt. Wissenschaft agiert in einem gesellschaftlichen Kontext, mit dem sie sich auseinandersetzen muss. Gesellschaft und Wissenschaft müssen zusammenspielen. Wissenschaft muss den Menschen gerade in einer Zeit komplexer Entwicklungen, wie wir sie derzeit erleben, Orientierung und Information bieten. Sie muss Erkenntnisse nicht nur hervorbringen, sondern sie auch unter die Menschen bringen. Und hier, glaube ich, haben wir noch ganz viel zu tun. Es gibt natürlich viele gute Beispiele für gelungene Kommunikation und gelungenen Transfer. Gerade die Hochschulen haben in den letzten Jahren viel getan, um sich für die Öffentlichkeit zu öffnen und mit unterschiedlichen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Das fängt bei Angeboten wie den Kinderunis oder den langen Nächten der Wissenschaft an
und geht bis hin zur Vermittlung von Experten für Journalisten. Und trotzdem glaube ich, die Wissenschaft muss noch stärker auf die Menschen zugehen. Dies gilt umso mehr, je komplexer die Fragestellungen sind und je schwerer es ist, neue Technologien und Prozesse zu durchdringen. Nicht jeder versteht, was sich hinter Begriffen wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und Big Data versteckt. Und hier kann ich Ihren Standpunkt, Herr Professor Strohschneider, in dem eingangs erwähnten Zeitinterview nicht ganz teilen, wenn Sie sagen, Sie wollen nicht einfacher reden. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und es gibt jüngere, ältere Menschen mit einer raschen Auffassungsgabe und natürlich auch solche, die die Sachen langsamer angehen. Und wir müssen versuchen, alle zu erreichen. Und wenn wir in unserer heutigen Wissensgesellschaft ein völlig neues Technologieniveau anstreben, ich sage mal, wir müssen springen von einer Stufe auf die anderen, es ist kein kontinuierlicher Prozess, vor dem wir stehen, dann müssen wir jetzt auch alle in diesem Erkenntnisprozess mitnehmen. Wenn sich Wissenschaft den Menschen gut erklären möchte, dann muss sie den Menschen auch ein Stück weit entgegenkommen. Sonst reden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an vielen Menschen vorbei und es fällt dann auch schwer, die Begeisterung zu wecken. Lieber Herr Strohschneider, Ihren Vorschlag, in schwierigen Situationen eine andere Kommunikationslage zu erzeugen, indem man sich auf das Idiom des Gegenübers einlässt, finde ich dagegen prima und richtig. In der heutigen Zeit kann ja ein bisschen Schwäbisch, Sächsisch oder gar Bayerisch nicht schaden. Vor dem Evolutionsbiologen Stephen Gay Good stammt folgendes Zitat: Wissenschaft ist ein integraler Bestandteil unserer Kultur. Es ist kein fremdartiger Geheimkult, betrieben von einer obskuren Priesterschaft, sondern eine der herrlichsten intellektuellen Traditionen der Menschheit. Der argumentative Diskurs ist eine Kernkompetenz der Wissenschaft und daher ist es mir ein großes Anliegen, dass die Wissenschaft diesen Diskurs noch mehr und auch ausdauernd in die Öffentlichkeit trägt. Denn nur so können Sie zu einer offenen, toleranten Gesellschaft beitragen. Lieber Herr Professor Strohschneider, ich höre Ihnen immer so gerne zu. Ich freue mich schon auf die Festrede, die Sie gleich halten werden. Und ich möchte Ihnen, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei Ihrer weiteren Arbeit sehr, sehr viel Erfolg wünschen. Und Ihnen, lieber Herr Professor Hoch, darf ich ganz herzlich zum 200-jährigen Jubiläum der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität hier in Bonn gratulieren. Vielen Dank.